Weißt du, was Behinderung ist? Sind dir schon einmal Menschen mit Behinderung begegnet? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? In unserem Film wollen wir euch zeigen, wie Kinder verschiedene Behinderungen wahrnehmen. Dazu fahren wir mit einem Team des Schüler-TV Studio Mürz nach Lebring. Dort werden wir von Familie Kalcher bereits willkommen geheißen. Zuerst spielen wir Dings da. Ihr wisst ja, die Kinder sehen einen Begriff und sollen ihn erklären, ohne den Begriff selbst zu nennen. Wer von den Zusehern mitraten möchte, muss die Augen schließen, wenn der Begriff eingeblendet wird. Also los! Es ist so was Ähnliches wie ein Fahrzeug, die benutzen. Es hat zwei Räder, einen Sitz und einen Gurt. Es ist, wo man fahren kann, wenn die Leute nicht gehen können. Das ist ein Ding, wo sie die hineinsetzen, weil sie nicht gehen können. Und wenn es steil aufgeht, dann muss ein Erwachsener dabei sein, dass er den schiebt. Zum Fahren. Schwer. Es ist eine Behinderung, wo man nichts mehr sieht. Dafür gibt es auch die Ampeln, die piepsen, wenn man über den Zebrastreifen geht. Da tut man immer mit die Hand fühlen. Oder manchmal tut man fühlen und dann sagt man erst, was das ist. Dass man nichts sieht. Dass man nichts sieht. Und kann man nicht gehen. Da kann man nicht gehen. Wenn man nichts hören kann. Dass man nichts hört. Da hört man nichts oder nur ein bisschen. Ein normaler Stock. Und den haben sie in der Hand. Das ist ein Stock, das die Blinden greifen können und fühlen. Den brauchen die Blinden zum Gehen. Das ist die Schrift, die die Blinden benutzen. Sie lesen nämlich mit den Händen. Eine normale Schrift für die Blinde. Da fühlen sie. Die lesen mit den Händen. Und jetzt zur Übersicht das Plakat mit Beispielen, wie Behinderung wahrgenommen werden kann. Wir erklären euch Sehbehinderung. Das ist eine Breitschrift, da fühlen sie. Das ist eine blinde Schleife, das haben die Blinde oben, wenn sie wohin gehen. Da ist ein Mädchen, das hat einen Blindenstock und einen blinden Hund.
dass Blinde brauchen so ein Zeichen, dass die fremden Leute wissen, dass sie blind sind. Und früher, wenn, wie es noch gegeben hat, die Blindenschreibmaschine, das haben auch die behinderten Menschen gut machen können. Und, aber jetzt ist es schon mit dem Computer, dass die Behinderten arbeiten können, schon mit dem Computer. Wir erklären euch, was Hörbehinderung ist. Manche hören ein bisschen, manche hören nur gar nichts. Manchmal sagen die hörbehinderten Menschen bitte lauter und manchmal verstehen sie auch das dann. Wie ihr gesehen habt, in der Mitte des Plakats steht Inklusion. Was bedeutet das? Mit dem Begriff der Inklusion konnten wir Kinder nichts anfangen. Aber wir leben sie. Hat viele Gesichter. Viele Behinderungen kannst du sehen, manche Behinderungen kannst du aber nicht sehen. Wenn wir einen behinderten Menschen, der besondere Bedürfnisse hat, nicht ausschließen aus unserer Gemeinschaft, sondern als unseren Freund oder als unsere Freundin annehmen und gern haben, dann verwirklichen wir Inklusion. Und denke mal nach. Hat eigentlich nicht jeder Mensch, auch du, eine Behinderung auf irgendeinem Gebiet? Thank you.